Das bevorstehende Schwedenfest wird immer sichtbarer, denn schon heute beginnen überall, wie auch hier am Markt, die Aufbauarbeiten der Bühnen und Karussells. Am Freitag geht es dann endlich los. 64.500 Euro für den zentralen Omnibusbahnhof in Wismar, kurz ZOB. Infrastrukturminister Christian Pegel überbrachte heute einmal mehr einen Zuwendungsbescheid. Das Geld soll nun für dringend erforderliche Maßnahmen genutzt werden.